Vorschau Köln 50667 Folge 2183, 2184, 2185, 2186-2187. Folge 2183. Nachdem Jan und Maike M. Kühn die Bierleitung um die Ohren geflogen ist, muss erst einmal getrunken werden. Kevin und Sam leisten dabei gerne Unterstützung. Aus der Bierlaune heraus wetten die beiden Frauen, dass sie die Leitung selbst reparieren können. Es geht um einen Wellnesstag. Maike und Sam müssen aber schon bald aufgeben. Nun stellen sich Jan und Kevin der Herausforderung. Doch in Wahrheit haben sie bereits einen Profi engagiert. Folge 2184. Und Patrick wachen verkartet auf. Bruchstückhaft erinnern sie sich daran, dass sie gestern die Schnapsidee hatten, einen Boxclub zu leiten. Erleichtert stellen sie bei einem Termin vor Ort aber fest, dass sie die Sportstätten noch nicht erworben haben. Patrick bittet die Verkäuferin, ihnen bis zum Abend Bedenkzeit einzuräumen. Ben wirft wenig später seinen Job in der Schule ein. Oscar bestärkt ihn darin, die Boxclub-Idee in die Tat umzusetzen. Folge 2185. Nachdem Samantha von Rico an der Schule mit einer Rose überrascht wurde, lädt sie ihn zum Brunch ins Loft ein. Als er sich dann noch verständnisvoll um ihre Mutter kümmert, ist Samantha endgültig davon überzeugt, in Rico ihren Traummann gefunden zu haben. Am Abend schläft sie erstmals mit ihm und fühlt sich überglücklich. Allerdings fällt Samantha nicht auf, dass Rico gerade noch Spuren von seiner Begegnung mit einer anderen Frau beseitigt hat. Folge 2186. Lea und Trey haben ihre Streitigkeiten wegen unterschiedlicher Arbeitsauffassungen immer noch nicht beigelegt. Nachdem Lea ihn einmal mehr im Vanity verführt hat, ist Trey verwirrt und wütend. Er wirft Lea an den Kopf, dass er sie liebt und dass er wegen ihr alles aufgegeben hat. Sie will sich nun bemühen, ihm mehr zu vertrauen. Lea ahnt nicht, dass der ehemalige Coolboy gerade ein lukratives Angebot von einer früheren Stammkundin bekommen hat. Folge 2187. Oscar ist beeindruckt vom coolen Auftritt des neuen Schülers Dario in seinem protzigen Auto. Bereitwillig lässt er sich zur Spritztour einladen. Cleo hingegen findet das Gehabe peinlich. Noch dazu wird gemunkelt, dass Dario im Knast gesessen haben soll. Oscar will davon nichts hören und erinnert Cleo an seine eigene Vorstrafe. Als er Dario ins Loft einlädt, macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Doch Dario will sich offenbar an Cleo ranmatschen.